Nein, keine Dauereinsätze. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei der FDP. Noch während unserer Bundesvorstandssitzung. Wir bitten um Pardon für die kleine Verspätung, wichtige Antragsberatung. Christian Lindner, Generalsekretär, hat das Wort. Meine Damen und Herren, es ist heute ungewöhnlich, wie wir uns hier aufgestellt haben. Das hängt aber damit zusammen, dass ich heute Abend hier eine Veranstaltung habe, nämlich unseren zweiten liberalen Salon zum Thema Bildung. Und das machen wir von hier vorne aus beim nächsten Mal wieder in der üblichen räumlichen Aufteilung und Nutzung hier dieses Atriums. Heute ist ein geschichtsträchtiger Tag, weil einer der gefährlichsten Terroristen ausgeschaltet werden konnte. Wir haben das in den Gremien der Partei eben auch intensiv diskutiert, auch mit den daraus folgenden Konsequenzen für die Sicherheitslage. Der Kampf gegen den Terrorismus ist damit fraglos nicht beendet. Das Terrornetzwerk insgesamt ist nicht besiegt, aber es ist doch eben ein Einschnitt, eine Zäsur auf die viele, ja auch Jahre in dieser Auseinandersetzung gewartet haben. Dennoch sind wir weiter in der Pflicht, unsere freiheitliche Lebensweise zu verteidigen und wirksam darauf zu achten, dass diejenigen, die uns unsere Freiheit neiden, nicht am Ende des Tages erfolgreich sein können. Das nimmt uns als westliche Demokratie aber auch selber in die Pflicht, um zu einem zweiten Thema zu kommen, dass wir selbst nicht aus freien Stücken leichtfertig unsere Freiheit aufs Spiel setzen und opfern, beispielsweise opfern einem Denken ausschließlich in Kategorien der Sicherheit. Und aus diesem Grund sind die aktuellen Ereignisse und die Ängste, die vielleicht damit verbunden sind, keine guten Ratgeber für den Gesetzgeber, für diese Koalition oder auch Innenminister, jetzt aktuelle politische Fragen auch schneller und weniger sorgfältig dann auch zu beantworten. Wir werden in der Koalition über die Verlängerung der Antiterrorgesetze, wie es vereinbart ist, sorgfältig beraten. Aber das Verfahren, das von den Koalitionsspitzen verabredet worden ist, auf diesem Verfahren bestehen wir. Wir wollen eine Evaluation, und dann wird zu differenzieren sein, was sich bewährt hat, was sich nicht bewährt hat und was sich bewährt hat, aber andere rechtliche Voraussetzungen braucht, wo der Rechtsschutz für die Bürger beispielsweise durch Richtervorbehalt und anderes mehr gestärkt werden muss. Diese Debatte führen wir ohne Aufregung und nicht atemlos in der Koalition. Wir werden auch in der nächsten Zeit zu Ergebnissen kommen. Wir lassen uns aber da von niemanden unter Druck setzen und erst recht nicht von solchen absolut ungehörigen, unbürgerlichen und unchristlichen Äußerungen wie beispielsweise die des niedersächsischen Innenministers Herrn Schünemann, der durch die Äußerungen, die er heute gemacht hat, doch in Frage stellt, ob er tatsächlich sich auch einem bürgerlichen Umgangskodex auch weiter verpflichtet fühlt. Wir gehen jedenfalls in der Koalition, so wie er das gemacht hat, nicht miteinander um, das haben wir uns vorgenommen. Zum Dritten, wir haben heute natürlich in den Gremien auch, sowohl in der Runde Präsidium mit dem Landesvorsitzenden als auch im Bundesvorstand, über den Bundesparteitag gesprochen, in einer ausgesprochen offenen und konstruktiven Atmosphäre. Insbesondere die Personalfragen waren hier Gegenstand unserer Beratungen. Die absolut einhellige Auffassung war, dass Philipp Rösler sich zu den unterschiedlichen Personalvorschlägen zu gegebener Zeit positionieren soll und kann. Philipp Rösler hat das Recht und die Möglichkeit, über die Teamaufstellung der FDP insgesamt die Entscheidung zu treffen. Heute aber ist nun nicht der Zeitpunkt, das Stadium der Beratung 14 Tage vor einem Parteitag bereits abschließende Entscheidungen gar zu treffen, wer wen wo vorschlägt. Philipp Rösler hat in den Sitzungen die Landesvorsitzenden dringend darum gebeten, stärker auch Frauen für Führungsaufgaben im Präsidium vorzuschlagen. Er ist noch nicht zufrieden damit, was gegenwärtig an Personalvorschlägen vorgetragen worden ist. Er wünscht sich und hält es für erforderlich, dass die FDP auch in diesen Führungsfunktionen mehr Frauen hat.
Wir haben dann viertens, und das dauert zur Stunde noch an, gesprochen über die programmatische Beratung auf dem Bundesparteitag. Wir werden drei Leitanträge zum Bundesparteitag vorlegen, einen europapolitischen Antrag, einen energiepolitischen Antrag und einen bildungspolitischen Antrag. Wir haben jetzt gerade diskutiert auf sehr hohem fachlichen Niveau über das Papier, das wir zum Thema Europa vorlegen wollen, haben aus dem Präsidium Eindrücke hier und aus dem Bundesvorstand Eindrücke aufgenommen. Es soll ein Manifestcharakter sein, also keine umfängliche grundsatzpolitische Stellungnahme zu Europa, sondern wir wollen zu den ganz aktuellen Fragen, die sich gegenwärtig stellen, aus unserer liberalen Perspektive Antworten vorlegen. Zur Bildungspolitik haben wir noch nicht beraten können, das wird jetzt gleich anstehen, und gerade sprechen wir über das energiepolitische Papier, mit dem wir ja beschreiben wollen, dass wir nach wie vor, auch nach Fukushima, eine rationale Energiepolitik für Deutschland wollen, die länger als beispielsweise Grüne sich das vorstellen, auch noch auf die Kernenergie mitbauen wird, die aber schneller als bisher geplant auf die Kernenergie verzichten will durch Fortschritte bei der Förderung erneuerbarer Energie. Das ist das, was ich Ihnen aus unseren Gremiensitzungen von mir aus berichten kann. Dann kommen wir zunächst noch, würde ich vorschlagen, zu den Themen Osama Bin Laden und Antiterrorgesetzgebung in Deutschland. Gibt es dazu Fragen? Nicht der Fall. Dann kommen wir zum Themenkreis Vorbereitung des FDP-Bundesparteitags. Zunächst personell. Herr Wonka. Herr Lindner, es gibt gelegentlich aus der FDP zu hören, das, was von Rösslers Neuaufstellung programmatisch und personell bisher bekannt ist, ist nicht weitgehend genug als Antwort auf die Krise Ihrer Partei. Ist in den Gremiensitzungen, die heute und in den letzten Tagen abgelaufen sind, an irgendeiner Stelle von unten aus der FDP diese Kritik und diese zusätzliche Erwartungshaltung an Rösler, dass bis Rostock noch was passieren müsse, sonst passierte auf Rostock was Unerwartetes, ist diese Haltung bei Ihnen angekommen? Wollen Sie darauf reagieren? Also in Rostock auf dem Bundesparteitag wird etwas passieren. Und Herr Wonka, also man kann sich ja nur wundern, dass jetzt gewissermaßen die Amtszeit Rösler, die noch gar nicht begonnen hat, jetzt von Ihnen schon zwischenbilanziert wird oder von anderen, die soufflieren. Und da kann ich nur vorwarnen, in Rostock werden die Entscheidungen getroffen, nicht vor Rostock. Und der Bundesparteitag ist das Startsignal für die FDP, wieder in die Offensive zu kommen und nicht die Beratungen und Diskussionen davor. Wir sammeln jetzt Überlegungen, Argumente, Positionen, hören in die Partei rein, nehmen uns dafür Zeit, sprechen jetzt in den Gremien und auch mit den Landesvorsitzenden über das, was zu tun ist. Und dann wird in Rostock auf dem Bundesparteitag entschieden, aber doch nicht schon davor. Ich glaube, ein Bundesparteitag würde sich auch verschaukelt fühlen, wenn da die Delegierten anreisen und sie erfahren, was alles schon für sie fertig vorgeformt und entschieden worden ist. Die wollen selber mitdiskutieren und entscheiden, bei klarer Führung, aber da kann nicht alles vorher auch schon festgezurrt sein. Dann würde sich ein solcher Parteitag ja auch erübrigen. Es gibt noch ein kleines Überraschungspaket von Ihnen oder von Rösler für den Rostocker Parteitag, über das jetzt noch nicht gesprochen wird? Oder wollen Sie wirklich mit Herrn Brüderle und Herrn Homburger in die neue und Frau Homburger in die neue Zeit marschieren? Also es wird natürlich jetzt, je näher wir zum Bundesparteitag kommen, es auch eine zunehmende Verdichtung geben. Und jetzt gibt es noch viele personelle Optionen und auch in der Sache noch viele Fragen, die diskutiert werden mit Blick auf den Bundesparteitag. Aber zum Bundesparteitag hin wird sich natürlich das personelle Feld lichten. Philipp Rösler wird sich ja selber auch positionieren und soll sich auch positionieren. So ist das heute zum Ausdruck gebracht worden. Und auch in inhaltlicher Hinsicht, was Kurs- und Programmfragen angeht, wird es mit zunehmender Nähe zum Parteitag auch weitere Klärungen geben. Aber auf dem Parteitag wird dann letztlich entschieden. Und wenn ich das ergänzen darf, die Leitanträge, die wir beraten werden, enthalten selbst ausdrücklich Weichenstellungen, die wir nicht in den Spitzengremien zuvor schon entschieden haben,
sondern die Leitanträge, die wir vorlegen zum Thema Bildung und Europa, enthalten selbst bereits Alternativen, die auf dem Parteitag ausdiskutiert und entschieden werden sollen, weil die FDP eine diskursfreudige Partei ist und deshalb kann man auch in einen Parteitag hinein, in die Hände eines Parteitags hinein, solche wichtigen Weichenstellungen legen. Und genau das tun wir, so wie ich das in Erinnerung habe, zum ersten Mal seit langem, dass wir eine solche Weichenstellung in die Hände des Parteitags geben, beispielsweise in Fragen des Bildungsföderalismus. Das war ja auch das Programm zur Belebung der innerparteilichen Demokratie, das ich Ihnen mit meiner Wahl zum Generalsekretär einer Partei wie der FDP seinerzeit auch angekündigt habe. Und das wird jetzt sukzessive umgesetzt. Als nächstes habe ich einen Keller hier von 2, 3. Wer hat es denn heute definitiv gesagt, dass er als stellvertretender Parteivorsitzender kandidiert? Oder wer hat sich überhaupt zu dem Thema geäußert? Das ist inzwischen, ja, Herr Keller, alles schon über die Nachrichtenagenturen übermittelt worden. Ich kann nur noch mal hervorheben, dass definitiv eine Kandidatur erklärt haben der NRW-Landesvorsitzende Bahr und die bayerische Landesvorsitzende Frau Lauthauser-Schnarrenberger waren. Aber darüber hinaus bitte ich Sie um Verständnis, dass ich jetzt nicht die Gesprächsangebote und erwogenen Kandidaturen alle im Einzelnen hier dann aufzählen kann und will. Das ist ja alles dann auch sehr fein ziseliert. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn, und das ist nicht Gegenstand jetzt eines Pressestatements des Generalsekretärs, sondern das sind ja Überlegungen, die auch in den Landesverbänden jetzt überhaupt noch abgeschlossen werden müssen. Und Herr Carstens hier vorne in der Mitte. In Ergänzung dieses Komplexes hat die Europapolitikerin Silvana Koch-Merin an der Sitzung teilgenommen und hat sie sich dort geäußert zu den über sie kursierenden Vorwürfen? Ja, sie war da. Nein, das war kein Gegenstand unserer Beratung. Herr Kirschner, bitte. Frau Pieper hat gefordert, dass eine ostdeutsche Persönlichkeit auch weiterhin stellvertretende Parteivorsitzende sein soll und hat Herrn Zastrow vorgeschlagen, unabhängig von diesem Vorschlag, machen sich die Forderung, dass ein Ostdeutscher in der Parteispitze als Stellvertreter vorhanden sein soll, machen sich diese Forderung als derzeitiger und künftiger Generalsekretär zu eigen? Ja, also Holger Zastrow selbst und auch die ostdeutschen Landesverbände haben sich ebenfalls in dieser Weise geäußert. Aber ich bitte Sie um Verständnis, dass ich mir jetzt keine Personalvorschläge zu eigen machen will, auch keine Strukturvorschläge für die Anlage des Präsidiums. Das sind nun wirklich Fragen, die dann dem designierten Parteivorsitzenden vorbehalten sind. Und der wird sich dazu ja auch dann positionieren. Und Frau Söllerstoff, bitte. Genau, daran anschließend. Wann soll sich denn und will sich denn der designierte Parteivorsitzende zu den Personalvorschlägen die äußern und festlegen? Noch vor dem Parteitag oder erst auf dem Parteitag? Das ist die eine Frage. Und die zweite, vielleicht können Sie mal 3 oder 4 Kernsätze Ihres europäischen Manifestes zur Kenntnis geben. Also zum einen zu der Personalfrage. Er wird sich zu dem Zeitpunkt äußern, wo er glaubt, dass er eine hinreichende Stabilität eines Personalkonzepts für sich persönlich feststellt. Da gibt es keinen festen Zeitpunkt, aber üblicherweise hatten wir zu diesem Zweck immer eine Sitzung unserer Gremien am Vorabend des ersten Parteitagstages. Das wäre also der Donnerstag der nächsten Woche, aber das kann auch schon vorher sein und auch in welcher Weise das sein wird, ob er noch zusätzliche eigene Vorschläge macht oder ein gesamtes Tableau, was ich eher nicht glaube, das wird sich dann erst zeigen, Frau Söderstoff. Das ist ja seine Entscheidung, dann das zu tun. Und was die europäische Agenda angeht, die FDP ist eine Partei, die überzeugt ist, dass wir zur Wahrung unserer Chancen auch in der Globalisierung und zur Sicherung des Friedens in Europa die Integration brauchen, dass wir aber fraglos, weil wir als Liberale immer eine Skepsis gegenüber Staatstätigkeit haben, auf Effizienz, Transparenz, Subsidiarität vielleicht stärker als bisher achten müssen, dass die Fragen der Wettbewerbsfähigkeit in Europa stärker gewichtet werden müssen und dass zukünftig auch die Verantwortlichkeit beispielsweise für die öffentlichen Finanzen einzelner Staaten stärker geklärt werden müssen. In diese Richtung also wird dieses Manifest gehen. Ein Europa, das Einheit in Vielfalt will, das auf Wettbewerbsfähigkeit basiert und Subsidiarität und das Stabilität nicht gewinnt durch die Verteilung von Verantwortung, sodass sie danach nicht mehr
individuell zuzuordnen wäre. Nun die Frage von Herrn Fried hier vorne. Herr Lindner, was ich noch nicht ganz verstanden habe, es war ein bisschen die Erwartung geweckt worden, dass Herr Rösler heute schon mit einem Personaltableau kommen würde. Warum hat das jetzt nicht stattgefunden und verstehe ich das richtig, dass er heute sozusagen da sich die Personaldebatten alle angehört hat und sich jetzt dann die nächsten Tage ein Bild macht oder hat er sich auch schon geäußert? Und in diesem Zusammenhang eine Frage, wird erwogen auch, wie das zum Beispiel die SPD ja gerne mal gemacht hat, die Zahl der Stellvertreter möglicherweise zu variieren, sprich zu vergrößern in dem Fall naheliegenderweise. Und wenn Sie erlauben, noch eine Zusatzfrage, ist bereits die Frage geklärt, ob Guido Westerwelle künftig am Koalitionsausschuss teilnehmen wird? Also die Frage der Mitgliedschaft im Koalitionsausschuss, das wird das neue Präsidium klären. Das ist dementsprechend jetzt nicht Gegenstand der Beratungen gewesen. Und zum anderen, ja, Sie sagen, die Erwartung ist geweckt worden. Ich habe gestern Abend noch im Fernsehen, als ich danach befragt worden bin, gesagt, dass ich nicht erwarte, dass wir heute schon diese Fragen abschließen werden. Und so haben wir uns in der letzten Zeit auch geäußert. Also insofern, dass es heute eine Beratung mit den Landesvorsitzenden über die Personalfragen gibt und dass Philipp Rösler sich dazu auch jetzt positionieren und äußern würde, das war ja klar, aber nicht, dass das heute schon abschließend als Paket dann vorgelegt werden würde. Es wäre der falsche Zeitpunkt und im Übrigen ist die FDP die Partei des Wettbewerbs. Insofern ist doch gar nicht auszuschließen, dass es auf einzelnen Positionen auch wettbewerbliche Kandidaturen geben könnte. Also ich will das ausdrücklich nicht ausschließen, dass es auch um das Präsidium Wettbewerbskandidaturen gäbe. Und auch wenn ich selbst davon ja nicht betroffen sein kann als Generalsekretär, da nur einer vorschlagen darf, ich würde es schon begrüßen. Und jetzt die Frage da hinten links, bitte. Das lässt unsere Satzung nicht zu. Entschuldigen Sie bitte. Inwieweit hat denn der bisherige Vorsitzende seine zukünftige Rolle jetzt nochmal angesprochen, die er in den Vorstandsgremien, Präsidium etc. angeben will? Und die zweite Frage, Sie haben gesagt, dass Sie hoffen, dass sich die Kandidatenreihen vielleicht noch etwas lichten. Ist das auch so ein bisschen eine Hoffnung, dass ganz bestimmte Personen vielleicht aus dem Kabinett selber ein Einsehen haben? Nein, ich habe das jetzt gar nicht bezogen auf einzelne der Vorschläge, aber das ist bei diesen Verhandlungssituationen eigentlich ein übliches Verfahren, dass bei der, jetzt ist die zweite Runde, wo drüber gesprochen wird, bei der ist nur gegenwärtig etwas stärker in Interesse der Öffentlichkeit, die Gesamtaufstellung der FDP als in der Vergangenheit bei ähnlichen Situationen. Aber in der zweiten Runde gibt es noch viele Bewerbungen und dann wird natürlich arrondiert, sondiert und dann wird ein Gesamtpaket daraus geschnürt, allein schon von unten, von den Landesverbänden heraus, war das in der Vergangenheit immer. Und hinzu kommt jetzt, dass natürlich der designierte Parteivorsitzende selbst auch Vorstellungen hat, wer wo ideal für die FDP wirken kann. Und er hat heute ja schon einen wichtigen Hinweis gegeben, eine quasi Leitentscheidung getroffen, indem er die Landesvorsitzenden gebeten hat, gegenüber den Namen, die gegenwärtig in der Diskussion für das Präsidium sind, gegenüber den Namen auch stärker die starken Frauen, die wir haben, zu berücksichtigen, damit da eine hinreichende Akzeptanz gewährleistet ist. Guido Westerwelle selbst hat sich heute jetzt zu seiner zukünftigen Rolle und Aufgabe jetzt nicht weiter geäußert, aber als Mitglied des Bundeskabinetts gehört er ja qua Amt dem Präsidium an und wird dort sicher weiter die thematische Zuständigkeit für den Bereich Außen- und Europapolitik innehaben. Das passt ja zu seinem Staatsamt. Keine weiteren Fragen zu diesem Thema und ich merke, jetzt haben sich auch personelle und inhaltliche Fragen schon miteinander verwoben. Herr Weiland, bitte. Herr Rösler, eine Mahnung oder einen Appell an die Partei gemacht hat in Sachen Frauen. Hat denn der noch Parteivorsitzende auch eine Mahnung oder irgendeine Aufforderung an die Partei gehabt im Zusammenhang mit dem kommenden Parteitag? In personeller Hinsicht nein. Ja gut, Guido Westerwelle hat sich an der Debatte zu den Fragen Bin Laden eingangs und dann europapolitische Diskussion, wo er nochmal klargestellt hat, dass die FDP natürlich weiter sich in ihrer Tradition als Europapartei sieht,
dass aber Europapartei zu sein nicht heißt, unkritisch jede Strukturentscheidung in Europa mitzutragen, sondern gerade weil man ja ein Interesse am Gelingen des europäischen Projektes hat, muss man doch auch auf die Punkte achten, wo dieser Erfolg, der langfristige Erfolg, gefährdet sein könnte. Und genau das soll ja auch dann Gegenstand dieses Antrags sein, den wir auf den Parteitag dann einbringen werden. Herr Bonka, da war noch eine Frage. Frage ostdeutscher Parteivize. Sagten Sie, die ostdeutschen Landesverbände und Herr Zastrow hätten sich entsprechend geäußert. Habe ich daraus zu schlussfolgern? Herr Zastrow hat gesagt, er will stellvertretender Parteivorsitzender werden. Nein, er hat das für sich persönlich so nicht erklärt, sondern es ist nur auch von ihm dargestellt worden, dass es eine starke Position gibt, die die ostdeutschen Landesverbände innehaben, dass sie weiter natürlich auch repräsentiert sein wollen im Präsidium. Ist auch gar nicht von niemandem bestritten worden. Und Herr Zastrow hat natürlich ebenfalls bestätigt, was man überall lesen kann, dass mit ihm und über ihn Gespräche geführt werden. Als stellvertretender Parteivorsitzender, hat sich Herr Rösler in dieser Frage positioniert oder hat er sich das, mit Ausnahme, dass er mehr Mädels haben möchte, hat er sich ansonsten sozusagen, hat er da überhaupt sich nicht zu erkennen gegeben, mit wem er jetzt besonders gern, mit wem vielleicht weniger gern zusammenarbeiten. Also ich ahne, möchte. Herr Wonka, dass Sie unglaublich gerne dabei gewesen wären und Sie hätten vermutlich auch an der Mimik erkannt bei Philipp Rösler, welchen Personalvorschlag er jetzt besonders begrüßt oder nicht. Zumindest hätten Sie darüber sinniert und Vermutungen angestellt. Aber ich bitte Sie um Verständnis, dass ich jetzt nicht, denn sonst könnten wir Sie wirklich einladen zu einer Live-Übertragung, dass ich jetzt nicht jedes Detail der Sitzung und jede Stellungnahme im Einzelnen darstellen kann. Er hat sich zu Philipp Rösler zu einzelnen Vorschlägen heute in der Sitzung unter den Tagesordnungspunkten nicht geäußert. Er hat als Landesvorsitzender von Niedersachsen erklärt, dass sein Landesverband ihn unterstützt, dass er als niedersächsischer Landesverband jetzt noch als Vorsitzender Patrick Döring als Schatzmeister vorschlagen wird und dass er als designierter Parteivorsitzender für den Fall seiner Wahl meine Person als Generalsekretär vorschlagen wird. Darüber hinaus hat er nur diesen wichtigen, wie ich finde, Hinweis auf die Frauen gemacht. Und Herr Beiland nochmal bitte. Herr Lindner, Autorität leitet sich ja bei Bundesministern auch immer ein Stück weit aus den Ergebnissen auf Bundesparteitagen ab. Würden Sie dem einen der jetzt in Frage kommenden Bundesminister raten, sich einer Kampfkandidatur auf dem Bundesparteitag zu stellen? Die brauchen keinen Rat von mir, das sind allesamt ganz erfahrene, starke Leute. Also die brauchen keinen Rat von mir. Der wäre ungebeten. Und zumal, Herr Weiland, Sie ja die alte Weisheit kennen, dass öffentliche Ratschläge mehr Schläge als Rat sind. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das sieht nicht so aus. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Herr Grebert, pardon. Erwarten Sie, dass es auf dem Bundesparteitag in Rostock zu Kampfkandidaturen kommen wird? Und wenn ja, wie bewerten Sie das? Würden Sie sie lieber vermeiden oder befürworten Sie die? Ja, Herr Grebert, ich hatte gerade schon einen Satz dazu gesagt. Das ist nicht auszuschließen, dass es wettbewerbliche Kandidaturen fürs Präsidium gibt, auch für hervorgehobene Posten. Und wenn es dazu käme, dann wäre das kein Beinbruch, sondern im Gegenteil, das kann ja auch für einen Parteitag belebend sein. Also insofern ist jetzt noch nicht absehbar. Es gibt ja viele, die gehandelt werden und mancher kann sich auch vieles vorstellen für sich selbst. Und dann wird man schauen, was daraus wird und dann gibt es gegebenenfalls eine wettbewerbliche Abstimmung. Und das belebt einen Parteitag. So what? So, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden übersehen habe, auch da hinten nicht die Kollegen. Okay, dann bedanken wir uns. Herzlich. Herzlichen Dank. Erfolgreiche Woche.